Hey ho und willkommen zu einer kleinen Runde League of Legends, beziehungsweise Chris labert. Für heute habe ich mir LOL rausgesucht. Ich weiß eigentlich noch nicht mal warum. Das Spiel ist eigentlich total kacke, es ist scheiße, es ist toxisch, es ist absoluter Müll. Nein, Spaß. Nee, ich mag das Spiel eigentlich. Ich muss aber zugeben, dass es sehr, 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 sehr toxisch ist. Ich kenne fast kein anderes Game, was so toxisch ist wie League. Also auch nicht Rainbow oder so. Aber ich lade relativ lange. Ich glaube, das liegt daran, dass ich gerade die Aufnahme gestartet habe. Im Ladebildschirm, weil ich das LOL-Fenster, ich habe noch. Also bei der Version noch kein Leak-Video gemacht. Und das LOL-Fenster, also das, was hier gerade so auf dem, den man spielt, das ist ja was anderes, wo man auf der als der Client, also es gibt ja so einen Client und dann gibt es einmal hier dieses In-Game-Video-Gedöns. So. Ich habe mich für den Charakter Shen entschieden. Hatte ich jetzt irgendwie Bock drauf. Ich werde absolut Tank gehen. Weil es gibt, ich finde, es gibt nichts Geileres als Tank. Ich liebe ja Tanks. Nee, warum das Video kommt. Aus einem ganz einfachen Sinn. Aus einem ganz einfachen Grund. Oh, die fighten. Oh, wir haben First Blood kassiert. Die überlebt. Das ist natürlich super. Ich weiß zwar nicht, warum der da gerade weiterfightet. Hey, um auch noch zu sterben. Super Sache. Ne, da gehe ich absolut nicht rein, Alter. Ey, was ist das denn für ein Gurken-Game? Ich bleib gemütlich hier, ich chill mein Leben. Also, warum ich sagen würde, das wird dann. Heute ist offiziell. Also, ich nehme das um. Wie viel haben wir? Um 0:43 Uhr. Also verzeiht es mir, wenn ich ein bisschen viel Scheiße laber oder auch mal absolut Pause mache, weil mein Gehirn ist schon nicht mehr dabei. Also ist eigentlich nie, aber. Soll egal. Oh ja, ich muss los. Hier. Warten. So, wir gehen da ein. Ne, weil ich eigentlich. Ach so, der hat Minion Dematerializer. Minion-Zerstörer oder so, keine Ahnung. Wie heißt denn das im Deutschen? Gute Frage. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Ich wollte irgendwas gesagt haben. Ach so. Ja, genau. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich viel Geklicke hören. Weil LOL ja sehr viel mit dem. Komm mal ran hier. Oh nein, kriegst du noch. Das Minion will ich. Ich wollte euch was gesagt haben. Ich weiß aber auch nicht mehr, worum es ging, wenn ich ehrlich bin. Worum ging es denn? Was? Scheiße, Alter. Irgendwas mit Brain AFK? Ah ja, genau. Das Video wird, also, wenn ich alles richtig mache, kommt das Video Sonntag. Also heute, 30.12. Es wird wahrscheinlich kein besonderes neues Special geben, wenn ich nicht noch irgendwie morgen eins aufnehme. Oh Gott, ja, das war absolut bad gemacht von mir. Oh Leute, er ist da. Sie hat geflasht, das soll mir reichen. Besser wäre natürlich, wenn er Q hatte. Er hätte ein bisschen früher pingen sollen, dann hätte ich es vielleicht noch früher geschnallt und hätte meinen Taunt nicht gemacht. Oh. Achso, ich bin übrigens. Übelst kacke im Farm. Bin immer froh, wenn ich. Oh Gott. Ah, komm mal her. Ey, ey, ey. Die tut weh. Warum tut die mir weh? Soll mich in Ruhe lassen. Krieg ich das mir überhaupt. Ja. Okay, du stirbst einfach so. Du stirbst auch einfach so. Ach, komm. Ich probier's gar nicht erst, aber ich kann Farm einfach nicht, Alter.
So, was ich jetzt sagen wollte, das Video kommt Sonntag anstatt Shadowplay Moments, ganz einfach, weil ich geguckt habe und ich habe eindeutig zu wenig Aufnahmen, also zu wenig. Gib mir doch den Autotech, damit ich Leben krieg. Zu wenig Sachen. Zu wenig, ja, Shadowplay Moments, Momente, Sachen. Einfach, die ich habe. Was hatten die dabei? Der TP dabei. Okay, dann kann ich die gleich sogar probieren zu fighten. Ich habe nämlich Ignite. Wobei, wie viel Schaden macht Ignite? 155. Oh, das ist ja schon mal ein bisschen, ne? Ich warte einfach darauf, dass sie reingeht. Oder ich hoffe, dass sie reingeht. Habe ich das Mini nicht bekommen? Krass. Talon hat getotet. Ich glaube, gegen Camille hätte ich lieber gespielt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht. Oha, die hat ihren Minion-Gedöns benutzt. Oh. Nee, also ich habe zu wenig Shadowplay-Momente, deswegen kommt jetzt einfach. Ja, oh ja, habe ich es erwischt. Ah, ungünstig. Oh boy, easy. No, Gott, nicht so easy. Krass. Ah, stimmt, das hat absolut keinen Cooldown. Ah, ich muss das jetzt irgendwie geschickt spielen. Weil backgehen will ich jetzt auf keinen Fall. Dann krieg ich hier zu viel von dem Tower. Gott, ist die dumm. Dann retten wir noch mal kurz den da. Kriegt ihr die noch? Ah, ne. Lass mal lieber stecken. Ich bin Base. Ah, schnell noch einen Assist gegeiert. Greift er mich an. Ah, Mann. Schade, ich hätte ihn. Kriegt er den getötet? Nice, der kriegt den noch getötet. Ne, jetzt bin ich raus, Jungs. Da bin ich. Da bin ich raus. Da habe ich absolut nichts mehr mit zu tun. Gib mir noch das. Gib mir Leben. Ja. Ah, wobei, ein Pot nehme ich noch mit. Ach schön, bin ich runtergegangen, hab noch zwei Assists bekommen. Alter, so, jetzt nochmal, was ich sagen wollte. Die Shadowplay-Moments werde ich jetzt hoffentlich alle. Also ich werde sie natürlich, wenn ich genug haben sollte, werde ich sie wöchentlich bringen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich aber nicht genug haben werde, ist leider sehr groß, vor allen Dingen. Wobei jetzt habe ich hauptsächlich Black Ops gespielt und in Black Ops kriege ich echt nicht so oft was geschissen, wo ich sagen würde. Nice. Deswegen, also nicht wundern. Ich werde natürlich auch probieren, sonntags dementsprechend ein anderes Video hochzuladen. Oder generell probiere ich immer so viel es geht hochzuladen. Manchmal fehlt aber einfach die Lust und die Möglichkeiten aufzunehmen. Alter. Warum will ich mir so auf die Eier gehen? Deswegen seht's mir nach. Der hat ein Talent reinzu. Warum benutzt er den Sprung als erstes? Alter, ist der irgendwie geisteskrank. Easy. Da schreibe ich nicht Good Job, weil dafür hätte der Jax absolut nicht flashen müssen. Er hätte einfach nur eine Sekunde warten sollen und nicht mit der Q anfangen sollen zu engagen. So, heißt, Shadowplay kommt so oft es geht. Heute, wie gesagt, nicht, weil ich einfach zu wenig habe. Also, ich könnte natürlich einen Shadowplay Moments machen, das würde dann aber 2 Minuten gehen. Davon, das lohnt sich einfach nicht. Das heißt, wenn, dann möchte ich schon so. Also, die 5 Minuten sind eigentlich so mein Ziel, weil sonst lohnt es sich nicht wirklich, also nicht wirklich so ein Ding anzugucken. Deswegen so die 5-Minuten-Marke ist so mein Ziel, was ich natürlich hoffe, auch immer machen zu erreichen, knacken zu können, whatever. Ich habe gleich wieder Ignite, das ist super. Oh, und ich fühle sogar im Farm, auch wenn mein Farm absolut kacke ist. Oha.
Oh ja. Ich bin tot. Master Yi ist dann doch Master Yi. Oder? Oh, ich glaube, das ist insgesamt mehr Schaden als das da. Schuhe, ja. Ich gehe einfach Schuhe. Das Gute ist, sie sollte nicht allzu viel pushen können, wenn ich jetzt nicht irgendwie. Oh, schade, hätte den bekommen. Oh, Tejax, Alter. Ich weiß nicht, was er da macht. Er macht absolute Grütze. Ich, da werde ich ihnen auch nicht helfen. Sehe ich absolut nicht ein. Nee. Nee, nee, nee. Das haben sie so selbst missplayed. Da sehe ich es absolut nicht ein zu ulten. Und dem Jin helfe ich aber eventuell. Den mag ich irgendwie. Da ist irgendwer. Da ist er. Ich weiß nicht, ob ich die gefightet kriege, ist das Problem. Ui, könnt. Der soll da weiter reingehen, der soll da weiter reingehen, der soll die. Ja, geh doch rein, ja. Bruder. Warum ping ich das denn? Ja, das wird ein saftiger Dive. Der geht so schief, das sage ich euch. Oder? Drei, zwei, eins, gib mir Schild, optimal. Hab schon gesagt, das wird ein saftiger Dive. Das Problem ist, die helfen mir nicht pushen. Heißt, ich kann das Turret-Plating nicht ausnutzen. Heißt, wir können eigentlich direkt weggehen. Habe ich noch ein bisschen Zeit zum Shoppen. Was kaufen wir denn? 500 und das hier und können wir nochmal Armor. Das mit dem Leben passt schon irgendwie. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ah. Nee, und ja, zu Shadowplay war das. Jetzt habe ich halt nur zum Game gelabert, ne? Ist ja an sich auch nicht schlimm, dafür sind die Chris Labert-Videos ja auch da ein bisschen gedacht, damit ich mich nicht konzentrieren muss. Oder beziehungsweise die halt einfach so kommen, weil ich einfach ein Video machen möchte. Oh, und League an sich ist ja ein schönes Spiel, ne? Da, also, ich spiele League seit, lass mich nicht lügen, Ende Season 3 habe ich angefangen. Jetzt sind wir bei Season. Ich weiß es nicht. Es ist mir egal. Ich habe irgendwann aufgehört, auch nur annähernd darauf zu achten, welche Season wir sind. Mal Herz ab, ich brauche Leben, danke. Komm nochmal her, ich brauche nochmal Leben, danke. Nochmal. Okay, die hat die Q-Fähigkeit echt hart oft. Also gut, muss ich gerade sagen. Na, komm, jetzt. Gehen wir um. Doch, die hat die Q-Fähigkeit eindeutig öfter als ich und sie macht auch mehr Schaden damit als ich. Oh, wieder unterm Tower, Darling. Ach nein, warum hat denn das Enemy-Team der Inferno Drake, wenn wir da alle unten stehen? Oh. Nein! Ich wusste, dass sie es machen will, aber ich irgendwie meine Fäh ich konnte keine Fähigkeit mehr machen. Schade, ich dachte, ich krieg die Q noch raus, bevor ich gestunt bin. Dann hätte ich zumindest nämlich noch ein Schild gehabt.
Das war absolut missplayed von mir. Aber das Turret-Plating sollte abfallen, bevor sie. Oder das. Naja, scheiße, einen, den kriegt sie noch. Dumm, und zack, weg ist es. Oh, gar nicht. 2, 1, weg ist es. Alter, will ich jetzt verreckt, ne? Holy shit, hätte ich mich abgefuckt. Oh. Ich hoffe, dass der Rest meines Teams so halbwegs. Lol. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Und wieder hoch. Wobei hätten wir eigentlich klar sein müssen, dass er es das schafft. So, stellen wir hier mal Ward. Sind wir mal großzügig unterwegs. Was haben die denn für ein Team? AD Tank, AD, AD, Magic, Magic. Ah, ich glaube. Scheiße ich erstmal ein bisschen auf Magic. Ich hoffe nicht, dass ich so viel mit dem Heimerdinger früh fighten muss. Oh, ich habe keine SS gepinkt, das ist mir egal. Aber ich komme helfen. Ich bin ja netter. Können die nicht mal. Naja, baiten? Ich glaube. Der ist so ein Idiot. Es klappt halt auch noch, ne? Einfach weil Tellen und ich rechtzeitig da waren. Uiuiui. Oh, bist ein ganz lustiger Tellen. So, nimm das Ding und jetzt tschüss. Oh. Das ist ein komisches Spiel, muss ich sagen. Ich würde nicht sagen, dass meine Bo unsere Botlane schlecht steht. Aber bei 5 Tode auf dem Supporter. Trotzdem kriegen die irgendwie voll hart aufs Maul. Na gut, Heimerdinger 6-0. Tschu, tschu, opa. Ach, Sunfire ist ein schönes Item. Ich mag das Sunfire Cape. So, und League ist halt an sich Kacke zum Aufnehmen, ne? Das ist halt, also zu Chris labert, reicht's halbwegs, weil es ist entspannt. Ich muss, also was heißt entspannt? Man muss sich halt, nein, man muss sich, das ist übrigens das Google-Geräusch. Ich habe es immer noch nicht gefixt bekommen. Das wird auch leider erstmal so bleiben. Ey, komm, dann gib mir wenigstens Leben. Oh, guck mal, ich habe mich nachgedacht. Hui. So, wie viel Geld habe ich denn? Kann ich mir das leisten? Nein, kann ich mir nicht. Da ist ein Master Yi hinter euch. Ich hab's gecallt. So, jetzt habe ich genug Geld. Enemy Double Kill. Der Master Yi, der wird. Okay, 12,5, der wird ein richtiges Problem. Der wird ein richtig, richtig dickes Problem werden. Oh. Heißt weiter, Amon, ne? Ich glaube, ich gehe direkt. Aus Prinzip erstmal für ihn. Wollen wir das denn? Das ist gar nicht so teuer, ne? Wobei. 2,6. Geht auf jeden Fall billiger. Ich habe Durst. Und ich habe Hunger. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich Hunger habe, ne? Ja. Ist irgendwie. Nein. Ja, der ulte ich doch nicht, Alter. Was soll denn der Int, Alter? Hui. Oh, jetzt. Okay, jetzt ulte ich vielleicht, ne? Also, mir ist klar, dass er die baitet, aber. Oh, schade. Arbeite dran. Oha. Oh, jetzt kommen die Snipes. Nehmen wir, komm.
So, aber. Da ist noch ein Jax. Da ist noch ein Jax. Jax, 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 Jax. Ja, Drake. Können wir von mir aus machen. Komm mal her, Schwert. Der darf den nicht engagen, der. LOL! Okay. Ich weiß nicht, wer von der W von Jhin getroffen wurde, aber. Ah, gut, ich wollte gerade sagen, wir wurden von der W von Jhin getroffen, aber ist ja unser Jhin. Der kann ja gar nicht uns treffen. Und ja, mach doch die W als zweites. Ach komm, fick mich doch alle. So, ich habe meinen Part getan. Ich gehe jetzt wieder hoch und helfe und will jetzt echt die Tower da töten. Knack, knack. Oh, ich glaube, vorher gehe ich helfen. Lol. Ja, fighte, fighte, ich bin da. Okay, fighte vielleicht doch nicht. Ah, doch, der Heimer, der macht Schaden. Oh, der Masai macht, glaube ich, noch mehr. Na, ich wollte noch retten. Ich weiß nicht, ob ich weggekommen wäre. Vielleicht ja, vielleicht nein. Masai ist Kacke. Ich hasse Masai. Hatte der schon seine Ehe ready? Nee, noch nicht. Ich glaube, das ist die Kuh einfach. Ah, doch, doch, eh. Wuju-Style. Da, 344 True Damage. Heißt, Rüstung bringt mir da nichts. Heißt, ich gehe jetzt einfach Dornpanzer in der Hoffnung, dass er sich dadurch zumindest ein bisschen Schaden macht und dann erstmal Spirit Visage und. Wer ist denn das? Hier, Warmogs, bestes Item, Alter. Bestes Item. Warmogs. Oh, top, so ist nice. Ach, fick dich doch. Geh mir nicht auf den Sack, Windows, Alter. Boah, ohne Witz. Ne, so like. Ja, was soll ich jetzt sagen? Genau, so, weißt du, Windows, ne? Irgendwann hast du es dann raus, alles läuft gut, alles läuft schön und super. Und dann haut da ein Windows-Update raus und es läuft einfach nichts mehr. Ja, den Ken habe ich bekommen. Psst. Bin einfach bester Farmer EU West. Ich weiß halt nicht, ob sie mich machen würde mit dem Itembild. Hat halt einen Eisbauen, ne? Ja, doch, Eisbahn tut weh. Oh Gott. Die Tod hat mal keiner gesehen. Ja, die ist tot. Da bemühe ich mich gar nicht mehr hinzurennen. Hey, der hat auch. Der, danke, ja, komm. Nee, ich wollte jetzt eigentlich wieder nach Hause gehen. Aber manchmal sind ja Leute, ne? Ich bin ja froh, dass sie nicht im Chat schreiben. Also bis jetzt hat ja noch keiner außer mir verbal über die Mii geflamed. Was war das denn, Pike? Ja, wenn der nicht tot ist, der Heimer, ne? Dann. Ja, hier Turret, gib mir auf Sack. Zap, du auch nicht. Zap. Der Jax macht halt einen Schaden. Jax und Yi, das ist so eigentlich so das größte Noob-Duell der Welt. Also, ich bin ja ehrlich, Jax spiele ich auch selber. Aber Dingsbums, Massi, ey, ich bin irgendwie zu doof dafür, ne? Ich kann diesen Champion nicht spielen. Okay, der hat jetzt richtig Probleme.
Fuck. Oh Bruder. Oh Bruder. Wenn jetzt nicht ein Wunder passiert, dann. Oh, das Wunder war, er hat einen Guardians Angel, oder? Der Sack. Wow. Ich liebe Ritufights, ja, ne? Man kraut irgendwie nur auf der Tastatur rum und nichts kommt bei rum. Hab ich das schon? Das ist schon das Vording, alles klar. Ich hätte es einfach sein lassen sollen. Das war wieder so ein unnötiger Tod. Und die machen Drake. Oh, natürlich noch machen Baron. Hoppala, ich wollte nicht in der Base ping. Ich würde es lassen, ich. Alter, der Pike. Bruder, der Pike ist ja noch eine Legende. Ja, ich. Oha. Zip. Hehehehe. Ja, oh lol, krass. Ja, ungünstig. Ungünstig. Bin unterwegs, bin unterwegs. Ich komme nicht dran. Ich mache nicht genug Schaden. Ja, tschüss. Ich mache nicht genug Schaden. Die haben uns geäst. Ich habe immerhin mehr Formel. Krass, die haben noch kein Mitteltor. Okay. Okay, das ist auch gut. Der ist jetzt weg, aber trotzdem. Oh. Heißt, den zweiten können wir sogar eventuell wirklich sogar noch verteilen. Wir haben keinen Dingsbums. Erstens, wir haben hier die 199 Legende als Supporter. Und zweitens haben wir, du hättest den erziehen müssen. Nein. Pike, Pike, Pike. Lass es bitte. Sorry, Alter. Ich kann mir das. Bruder, der Typ ist genial. Ey, Pike, Alter. Report Pike schon. Guck, guck, da ist es. Oh Gott, das war Scheiß-Taunt. Ja, so und den. Ah, der Massi. Okay, das war jetzt eventuell gemein. Die kann auch nicht. Oh, doch, jetzt kann sie ewig unter Turret stehen, weil der Turret nicht mehr vorhanden ist. Aber zu zweit kriegen die Krö die bei also den Masai auch klatschen, wenn sie auf den Masai gehen. Und sie gehen nicht auf den Masai, glaube ich. Okay, das wird jetzt interessant. Und Masai gewinnt, war ja klar. Ja, der steht 20-7. Halt's Maul, Windows. Da fängt's an. Guck hier, Pike im Chat. Why am I trolling if you don't know how to play? Das ist lol. Don't worry. Be happy. Ich hab sogar das Be Happy Ding. Warte, was ist denn? Ach, guck mal, nicht übernommen. Ich bräuchte übrigens Hilfe. Ich bin zwar gut. Hust, hust. Shoote den da. Danke. Ah, gut, da hättest du noch ein paar. Ja, zap. Easy. Mein Geld. Warmox muss sich ja finanzieren lassen. Ach, der kann fallen, ist mir jetzt egal. Ah. Oh. Also, ich wollte, glaube ich, vor Ewigkeit mal sagen, dass LoL sich nicht eignet, um aufzunehmen. Weil man sieht, wir sind gerade in einem 28-Minuten-Game und das Laning Phase ist halt vor allem als Tank Top Lane. Ja, wenn die zusammen irgendwas fokussen, dann läuft das ja auch. Wenn die. Oh nein, der pusht oben, ja, dann gehe ich da mal hin. Also, wenn du nichts bringst, ich bin dreimal nicht schnell genug, aber. Zumindest kriegt er dann nur den Tower.
Und oh, Windows. Nee, LOL eignet sich halt schlecht, um so als Display zu machen. Man kann. Siehe Maxim. Ist so. Einer mit meiner Lieblings-YouTuber, wenn ich echt bin. So, jetzt bist du aber genagelt, Alter. So Edit Gameplay kann man super machen, wenn man auch dem entsprechend eventuell auch gut genug ist. Also ich behaupte, ey, ich bin in LOL solide. Ich hab meine Momente. Und es gibt auch Champions, die ich wirklich gut spielen kann. So Parade-Champion, auf dem ich mich, also wo ich mich selbst am sichersten fühle. Heißt nicht, dass ich damit gut bin, ne? So soll das letztlich sein, aber wo ich mich selbst sicher fühle und wo ich auch sagen würde, okay, da kann ich auch mal ruhig mal gegen schwierigere Sachen spielen, ist Echo, weil ich den Champion einfach mag. Ich mag das Kit von dem. Und der Rest ist so, also rein theoretisch spiele ich hauptsächlich ja eigentlich ADC, wobei in letzter Zeit ist das, was ich hauptsächlich mache in diesem Spiel mit meinen Freunden auf die Botlane trollen, da gibt es halt diese Best Moments, wo ich dann Zilean spiele. Zilean ist an sich ein super lustiger Champion. Muss ich da ulten? Ich hoffe nicht, dass ich da ulten muss, Alter. Bruder. Mach nichts Dummes. Nein, er stirbt durch was ist er bitte gestorben? Sie hat kein Ignite. Durch was ist er bitte gestorben? Will der Drake machen? Der will Drake machen. Na, sollten vorher, eventuell. Ah, ne. Okay, entweder. Ich positioniere mich mal auf der Seite. Probiert er gerade vor Yi abzuhauen. Yi und Camille. Ja. Egal, wir haben Drake. Muss ja Prioritäten setzen, ne? Zap, so rüber und Backport. Also, wie gesagt, LOL ist schwer, vor allen Dingen, weil ich erst auf jeden Champion eindeutig nicht gut bin. Zweitens, alleine. Ich habe sogar Phil eingegeben, stimmt. Ich habe Phil eingegeben und ich bin Toplane gekommen. Also, das ist selten. Das ist sehr, sehr selten. Allerdings, wenn ich. Also, spiele ich meistens Botlane und dann trollen wir nur. Das würde sich an sich lohnen aufzunehmen, weil es meistens lustig ist, auch wenn die Landing Phase ist. LOL hat halt eine Landing Phase und die ist halt eigentlich absolut langweilig. Klar, da passieren da manchmal ein paar coole Sachen, so, ne, die dann auch zum Beispiel in Shadow Plays waren ja ein paar Sachen. Die sind dann ganz lustig, aber das war's dann auch. Und das ist ja dann. Was wollte ich gucken? Das wollte ich gucken. Ne, was anderes wollte ich gucken. Ah, genau, das wollte ich gucken. Okay, stimmt. Mit AP. Shen's nächste Deal 30 plus 4 auf der Target Max Health. Eigentlich wäre ja AP-Shen eine Variante, ne? Vorsicht. Vorsicht, 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 Vorsicht. Wenn sie jetzt gleich sterben, und zwar Ami, dann gibt's aufs Maul. Weil dann werde ich sagen, ich hab's euch gesagt. Ich habe leider keinen Ult, aber das Jay ist raus. Das ist schon mal etwas. Das war sein Tod. Der ist halt. Das ist halt ein Heimerdinger. Ich habe eventuell gerade Toplane geguckt und bin voll in den Reihen gerannt und habe so mit Pike auch absolut nicht geholfen. Ja. Je suis mort car Jay ist sehr de. Sauveur. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Bestimmt nicht so. Ja, geh weg, Heimer. Oh ja. Lass den Baron. Gib den Baron Buff weg. Zip. Guardian Angel ist eins der wenigen Items, die ich mir so gut wie nie hole. Ich weiß nicht warum, ich mag es irgendwie nicht. Ja, ich kann. Alter. Ach, jetzt hör doch mal auf.
Love me like you do. Wo wurde der Turret kaputt gemacht hat, da. Ich gehe mal hier dürfen, in der Hoffnung, dass die das an der Base hinkriegen. Dam, dam, da. Ich hätte da eben im Fight ulten sollen, ja. Aber nö. Einfach nein. So muss das. Bester Spieler. Ey, das ist wieder so ein Game. Guck, es geht 34 Minuten. Es sind fast 100 Kills gefallen insgesamt auf beiden Seiten. So relativ ausgeglichen. Ich hätte jetzt eher mehr für die Gegner. Alter, 22-9 steht der Penner. Wobei Jackson Talen stehen auch 18 und 15. Wobei der hat auch 18. Ja, also das hier hat uns halt, glaube ich, das wird uns am Ende killen. Dass der 18 Kills hat durch die Botlane. Und halt massiv von uns allen. Ich glaube, massiv würden wir noch im Schach halten können, aber so Dingsbums, also Heimer und Ding zusammen, ne, das ist schon. So, ich probiere mal dann hier unten, wenn die Dingsbums noch da ist, ist er nicht. Dann konzentriere ich mich mal darauf, dass ich ulte im Notfall. Wie gesagt, genau das so soll es sein. Ja, Camille ist absolut kein Thema. Wobei, vielleicht für den schon. Ich krieg hier nichts mehr mit, Alter. Leute, zieh die noch nicht hinter mich. Na, wir sollten nicht chasen, wir sollten nicht chasen, wir sollten den Tower machen. Wir sollten den Tower machen. Na, ist der Talent. Ah! Oh, das war schön. Ich glaube, da hat der Jax richtig schön. Das hat der Jax richtig schön gemacht mit seiner. Wie heißt denn das? E? E, also mit seinem Dodge. Dann kann der Master Yi, hat der Master Yi da nämlich nichts zu sagen. Und da, das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. So. Jetzt müssen wir für Baron gehen. Ja, das ist nämlich die einzige Chance, wie wir das jetzt noch gescheit gewinnen können, wenn wir Baron Buff kriegen. Weil die müssen jetzt. Also, Theorie ist, dass sie ja deffen müssen. Bro. Hier ist oben. Also wenn wir dann da fighten, dann jetzt. Dann jetzt, dann jetzt, dann jetzt, dann jetzt. Ich habe leider keine Ult. Das ist so. Oh, der darf nicht sterben. Der ist der Einzige, der nicht verrecken darf. Ja, so viel dazu. Der muss seine Q machen, damit ich ihn danach. Ja gut, ja, das war das Game. Wenn der nicht wegkommt, war das Game. Lol. Es gibt nichts Verbuggteres als diesen Jump. Krass, er hat ihn noch getötet. Ah nee, das war das Game. Der Jax hätte nicht von uns weggehen dürfen. Und ich hätte Ulti gebraucht. Ich hätte Ulti haben müssen. Das ist der Master Yi, der rennt halt mit Ulti, ne? 30 km/h. So ist jetzt die Frage, die haben absolut keine Minions und unsere rennen gerade deren Base ein. Naja, ist noch nicht vorbei, aber es wird spannend. Es wird wie. Nein, ich hasse es. Mann, ist doch ein Kack-League-Game, Alter. Jawohl. Pike. Oh, geil, Ult. Sexy. Wobei so viel Ult-Cooldown hat er nicht. Da muss ich ihm recht geben. Der Baron ist weg, ja. Nein, probiert's nicht. Probiert's bitte nicht. Probiert's bitte nicht. Danke. Wäre das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können, dass die beiden da jetzt nochmal reinrennen. Ich muss mir jetzt noch überlegen, was ich mir kaufe. Ich glaube, ein Randuin wäre ganz nice. Oder? Macht das, was ich mache? Ist das, was ich meine.
Dafür brauche ich aber Geld und der Jax ist da ziemlich alleine. Das ist so die LOL-Phase, wo ich auch persönlich von mir selbst behaupte, ich weiß einfach nicht, wie man es geschickt macht. Ich könnte jetzt natürlich Split pushen gehen. Das Problem ist, ich habe nur eine Ult. Und der da zum Beispiel ist ein absoluter Volli. Oh, der kriegt's hin. Er kriegt's halt echt hin. Er kriegt's halt absolut gefightet. Nein, er kriegt's nicht gefightet. So. Ja, der ist Geschichte. Ich bin auch Geschichte. Ich hätte einfach weggehen sollen. Oh, genau so was meine ich. Ja, das ist halt League of Legends at its best, ne? Oh. Ich habe mich selber ein bisschen falsch gemacht. Ich habe die Poppe nicht gescharf gekriegt. Ich bin einfach nur weggelaufen und bin verreckt. Elendig. Warum Tayne da nicht einfach weggegangen ist, weiß ich auch nicht. So, in der Hoffnung, dass sie jetzt nicht innerhalb von 10 Sekunden in unsere Base laufen können. Weil dann in 15 ist der Jax wieder da. In 25 bin ich wieder da. Und dann müssen wir da immer irgendwie gescheiter spielen. Das ist ja Himmel und Hölle ist das hier. Ah ja, nicht passiv schaden. Ja, ja, das ist auch eine Variante. Das ist auch eine Variante. Ja, in 7 Sekunden bin ich wieder da. Das ist. Also sind wir 3? Okay, ich kann nicht den ulten. Nein, kann ich nicht. Ich muss damit. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich das hier. Ich glaube, ich kann das ordentlich fighten unterm Tower. So, die stirbt. So, ich kaufe mir das da. Dieses Game. Oh, wie es mich abfuckt. Ich hasse ja so Spiele, ne? Ey, aber unsere Turrets haben krass gut ausgehalten. Nice. Gut, ich mache hier natürlich absolut keinen Schaden an den Dingern. Dafür haben wir den. Wenn es schlecht läuft, ist das noch ein Game, wo ich nachher noch Schuhe verkaufen muss, Alter. Oder sollte. Dann gehe ich aber auf jeden Fall in Deadmans. Deadmans? Deadmans. Wir müssen. Also ich habe Ulti. Heißt, wenn irgendwo was dumm fällt, also na. Ich habe halt 4000 Leben, ne? Geh bitte da weg. Die werden alle zu euch kommen. Warum hört eigentlich nie jemand auf mich als. Als ob ich keine Ahnung von diesem Spiel hätte. Also, ich habe nicht so viel Ahnung, aber ich weiß, dass Masayi und so fighten. Warte. So. Der ist geultet, also beziehungsweise down. Ich sehe ihn aber nicht. Nein! Ja, das war das Spiel. Ja, das ist GG. Ich glaube, der Pike hätte uns sogar wirklich in diesem Fight geholfen. Nein, das können die jetzt auch noch ordentlich finishen, ohne Witz. Aber sowas triggert mich jetzt. Before und after, wie kann man sie so vertippen? Das muss sich keiner angucken. Ja. Hat's probiert. So wenig Damage hat er noch nicht mal gemacht. Ja, ist der Death Timer ist halt so hoch. So ein Game ist halt absolut Kacke, weil es zeigt genauso, was League ausmacht.
Also um Gottes Willen, das hätte ich an so vielen Ecken und Kanten besser spielen können. Da will ich mich gar nicht rausreden. Aber trotzdem triggert's. Ich glaube, ja, genau, jetzt ist bei euch der Bildschirm schwarz, weil LOL schließt sich automatisch und dann ist hier der kleine, das kleine Ding, dieses. Dieses kleine Ding halt, dieser Client da, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut da rein.